Ja, Tag gesagt. Ja, moin ihr Nocken. Den ganzen Tag lässt der Andreas die Kamera in der Tasche, ne? Aber wenn der Rolf dann auf den Stahlfuchs schießt, ne, dann kommt die gleich wieder raus. Genau, und zwar hat uns nämlich der Christopher angesprochen. Genau. Und wir sind jetzt in Augustdorf. Augustdorf, genau. Beim TUS nennt sich der Verein, TUS. Ja. Und da ist halt die Abteilung BOSA. Ich denke mal, BOSA steht bestimmt für Bogensportabteilung. Bogensportabteilung Augustdorf. Und ihr werdet es nicht glauben, aber die haben einen wahnsinnig schönen Trainingsplatz hier. Guckt euch das mal an. Wahnsinnig viele Tiere, alle Größen, ja, auf alle Entfernungen möglich. Und krasse Scheiben. Und der Rolf, der hat sich hier nicht lumpen lassen. Der schießt jetzt nämlich auf den Stahlfuchs. Aluminium. Den Aluminiumfuchs, okay. Mann, ist das langweilig, ey. Oh, nee. Einer ist super, der zweite muss bestätigen. Ja. Das lag nur an der guten Bratwurst. Das ist ja schon fast langweilig gewesen jetzt. Komm, mach mal wenigstens einmal Geräusch. Ja, schön. So, ne? So. Darauf haben wir endlich gewartet. So, Andreas. Nee. Oh. Nee. Doch, doch, doch. Nein, definitiv nicht. Ich treffe ja nicht mal den Fuchs. Andreas ist fertig. Bist du bereit? Ja. Ja? Ja. Nein. So, feuert ihn mal ein bisschen an, dass er ein bisschen mutiger wird. Oh. Oh. Zwischen die Füße. Aber so, wir warten mal eben, bis Rüdiger im Blech. Du solltest nicht deine Killerspitze mitnehmen. Ich habe es extra noch gesagt. Einen noch? Ja, deine Pfeile, nicht meine. Ja, das ist das. So. Wollen wir mal gucken gehen? Ja. Wir gehen mal gucken, was der Aluminiumfuchs anrichtet. So, ich bitte euch zu beachten, wie sauber ich das hier gelöst habe. Ne? Mit dem ersten. Gib mal, habe ich ja irgendwie richtig Glück gehabt, wa? Da bin ich wohl anscheinend an die Kante geschlagen. An ja. Die Kante geschlagen und dann immer noch da so drin. Da müssen wir ein Foto von machen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Foto wert. Was sagt denn mein Kleiner? Oh ja, hat's aber relativ gut verkraftet. Da ist das Neue noch nicht von ab, würde ich sagen. Für die Fischjagd reicht das noch. Christopher, seit wann gibt's denn den Verein eigentlich? Die Abteilung gibt's seit 2016. Ja. Und den Platz haben wir seit circa genau einem Jahr. Mhm. Der ganze Platz sah mal so aus wie hier vorne, das ganze Gestift. Ja. Das haben wir in Eigenleistung mit sehr, sehr vielen Stunden zu dem gemacht. Spitze. Ja, wir haben auch eine Förderung gekriegt vom Land NRW, moderne Sportstätten. Eine relativ gute Summe. Und da haben wir halt unseren Bogensportplatz erweitert und modernisiert. Richtig. Moderne Sportstätten 2020. Ja. Steht da vorne am Tor, da noch ein Schild. Und jetzt spielen wir hier rum. Eure Mitglieder sind alle so aus dem Bereich Augustdorf oder weiter her noch? Umgebung. Und Umgebung. Wir haben Lippspringe, Hörste, Detmold, Augustdorf, so Umkreis von 15 Kilometern.
Und wenn man jetzt bei euch mal schießen möchte, ist das einfach für Gäste auch möglich? Natürlich. Einfach kurz eine Mail schreiben, einfach Bogensport Augsdorf googeln oder bei Facebook oder Instagram. Wir können das auch mal eben unten verlinken, denke ich. Das ja. Ist ja, ja. Komplizierter. Genau. Ich spreche ja gleich mit Lara einmal, das macht, die macht immer unser Instagram-Zeug. Einfach kurz eine Mail schreiben, WhatsApp schreiben, wie auch immer. Und dann kriegen wir das schon hin. Ne? Habt ihr noch Platz für Mitglieder, falls sich jemand interessieren sollte? Ist noch, ja? Wir haben jetzt 46 Mitglieder, wir haben letztes Jahr oder in den vergangenen Jahren einen Zuwachs von knapp 100% gehabt. Mhm. Weil wir mussten 2 Jahre ein bisschen Stopp machen, weil unser altes Gelände ein bisschen kleiner war. Aber jetzt Kapazitäten alle wieder da. Ja, cool. Also wer sich interessiert hier aus der Ecke, wir packen mal einen Link unten rein. Ja. Unbedingt hierher fahren. Ja. Klare Empfehlung. Ist ein wirklich schönes Gelände. Ja. Auch wenn ich jetzt gerade gegen die Sonne filme, man kann es nicht so toll sehen, aber ja, könnt ihr mir echt glauben oder uns. Ist wirklich schön. Ja, gut. Mensch, Christopher. Okay. Vielen, vielen Dank. Herzlichst gerne. Das war hier. Müssen wir noch machen. Wir machen noch eine Runde. Wir packen euch aber jetzt hier weg und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank.